Ein Parotis-Tumor ist eine Geschwulst der Ohrspeicheldrüse. Sie können ein- oder beidseitig vorkommen. Die Ohrspeicheldrüse ist die Speicheldrüse, die am häufigsten von gutartigen Tumoren befallen wird. Deswegen sind hier operative Maßnahmen zur Entfernung dieser Knoten am häufigsten. Die Schwierigkeit liegt eigentlich darin, dass diese Ohrspeicheldrüse vom Gesichtsnerven in einen oberflächlichen und einen tiefen Teil geteilt wird, sodass man bei der Entfernung dieser Knoten, dieser Tumoren auf diesen Nerv entsprechend Rücksicht nehmen muss und ein entsprechendes Nervenmonitoring während der OP als Sicherheitsmaßnahme in der Regel eingesetzt wird, um hier keine Beschädigungen zu setzen.